Ein kurzes Hallo aus der Star Wars Droid Repair Bay. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Werbespiel für den aktuellen Kinofilm Star Wars 8, die letzten Jedi. Das Spiel findet ihr auf Steam, ist ausgewiesen für die HTC Vive, aber das läuft auch auf der Oculus Rift einwandfrei. Ja, Star Wars in VR. Also wenn ihr mal richtiges VR-Erlebnis für Star Wars haben möchtet und keine PlayStation VR habt, dann ist das momentan der Titel, mit dem ihr da rankommt. Ist eigentlich echt cool. Also Star Wars in VR. Disney, bitte produziert ein vollwertiges Star Wars-Spiel in VR. Ja, wie cool wäre das? Ein Jedi Knight VR mit Lichtschwert und Blastern und der Macht und allem und Star Wars und überhaupt. Ich gebe euch auch Geld dafür. Bitte macht das. Ja, bitte. Möchte ich haben. Ja, bis dato müssen wir uns hier mit dem Reparieren von ein paar kugeligen, knuffigen Droiden zufrieden geben. Ja, ist super süß animiert, man hat die Original-Sounds und ja, man begegnet auch bekannten Figuren aus dem Film. Ja, wenn auch nur kurz. Aber ja, es ist wirklich süß gemacht, kann man nicht anders sagen. Am Ende gibt es auch ein actiongeladenes Finale. Das werde ich euch allerdings an dieser Stelle vorenthalten. Ja, die 15 Minuten, die spielt gerne selber, dann habt ihr auch das volle Erlebnis. Ja, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben, weil man das als Oculus-User vielleicht nicht so einfach findet, da es ja nun mal nur auf Steam zu finden ist. Und ich wünsche euch damit viel Spaß und schaut euch noch die letzten Szenen hier an und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao. Ich muss mal gucken.